Wenn man sagt, dass der gestrige Handelstag historisch war, dann dürfte man nicht übertreiben. Wir haben extreme Dinge gesehen. Wir haben letztendlich gesehen, dass die Corona-Verlierer durch die Decke geschossen sind und die vorherigen Corona-Gewinner, wenn man sie denn so bezeichnen kann, also Big Tech, letztendlich abverkauft worden sind. Heute geht es etwas ruhiger zu, aber das Muster, das setzt sich im Grunde fort, nämlich die große Impfstoffrotation geht weiter. Fragt sich nur, ob der Optimismus in Sachen Impfstoff wirklich berechtigt ist. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst einmal an, was so passiert, was so der Fall ist. Wir sehen hier zum Beispiel Value gegen Growth Stocks, also Value als konservative Geschäftsmodelle, wenn man so will, gegen diese Wachstumsgeschäftsmodelle. Gestern eine Outperformance von 6%. Damit allerdings kann man immer noch 26% aufholen, denn das ist der Rückstand, den derzeit die Value-Aktien zu den Growth-Aktien noch haben. Jetzt ist die Frage, wenn sich diese Impfstoffhoffnung nicht realisieren würde, dann wäre das alles für die Katz. Aber sonst, wenn da was dran ist, wenn das wirklich sich realisiert und dann auch breitenwirksam wirklich verteilt werden kann, ein solcher Impfstoff, dann wäre natürlich Value mit einem riesigen Aufholpotenzial im Vergleich zu Growth. Es ist also Luft nach oben, wenn bestimmte Hoffnungen sich erfüllen. Wir sehen hier, dass diese Trends jetzt dabei sind zu brechen. Wir haben oben zum Beispiel den Russell 2000 Value gegen den Russell 2000 Growth, also praktisch diesen Nebenwerteindex, wo Value-Werte und Growth-Werte gleichermaßen drin sind. Und wir sehen, da bricht man jetzt aus diesem Abwärtstrendkanal, der intakt war. Wir sehen auch den Russell, eben diesen Nebenwerteindex im Vergleich zum S&P 500, auch da der Versuch eines Ausbruchs. Und wir sehen unten die Emerging Markets Märkte in Relation zum S&P 500, auch hier kurz vor einem Ausbruch. Die Emerging Markets waren ja oft Märkte, die viel deutlicher gelitten haben als etwa die US-Indizes. Also wir sehen, da sind Trendbrüche in der Mache. Die Frage ist, realisiert sich das? Wird das weitergehen? Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Schauen wir uns zum Beispiel mal diesen Energiesektor an. War ja mit Abstand der schwächste Sektor. Die haben nur auf die Mütze gekriegt. Fehlende Nachfrage eben durch Lockdowns etc. Jetzt haben wir gestern einen Anstieg von 16,4% gehabt. Zwischen Energiewerten, die sind über 14% durchschnittlich gestiegen und der Nasdaq ist über 2% gefallen, macht in der Summe also 16, irgendwas Prozent. Das hatten wir noch nie, das gab es noch nie, das zeigt eben, dass diese Dinge durchaus historisch sind, aber gehen sie so weiter. Wir sind natürlich jetzt auch in diesen Bereichen extrem unterwegs und wir sehen insgesamt, dass das, was gestern gewonnen hat, letztendlich das war, was sie zuvor verloren hat, also diese Rotation. Man rotiert jetzt raus aus den großen Tech-Werten und geht rein in eben die Verliererwerte. Hoffentlich erfüllt sich diese Erwartung, denn es ist mit diesem Impfstoff eine etwas problematische Sache. Schauen wir uns aber zunächst mal auch an die Outperformance des Dow Jones in Relation zum Nasdaq 100. Mehr als 5%. Das gab es nur 19 Mal in den letzten 20 Jahren und alle diese Vorkommen waren zwischen dem Jahr 2000 und 2002, also in dem Zeitraum, als die Tech-Blase, die Dotcom-Blase geplatzt ist. Wenn wir das also öfter sehen jetzt, dann könnte man sich vorstellen, vielleicht stimmt da irgendwas mit den Tech-Werten nicht. Die haben ja eigentlich ein gutes, solides Geschäftsmodell, aber sind die vielleicht trotzdem überbewertet? Stichwort eine Apple vor allem. Auch eine Amazon ist ja nicht gerade günstig, auch wenn sie natürlich fantastische Wachstumsraten hat. Aber warum hat eine Amazon fantastische Wachstumsraten? Weil man eben im Cloud-Geschäft wächst, aber in dem Kerngeschäft eigentlich nicht. Bei Apple brauchen wir von Wachstum nicht wirklich sprechen. Jedenfalls sehen wir, dass also jetzt sozusagen diese große Umwälzung hier der Fall ist. Und wir sehen zum Beispiel auch einzelne Indizes wie den spanischen IBEX, der ja, wenn sich den Chart des IBEX mal anschauen, diesen Corona-Crash mitgemacht hat und dann nur ganz wenig aufgeholt hat von dem Tief des Crashs, hat dann sein Hoch nie erreicht. Bei weitem nicht, anders als die US-Indizes und das, obwohl man ja letztendlich auch im EZB-Rahmen ist, also praktisch auch eine ähnlich expansive Notenbankpolitik auf seiner Seite weiß, wie etwa die amerikanischen Indizes durch die Fed.
Jetzt sind wir in diesem Monat schon um sage und schreibe, nämlich seit Anfang November, um 19% gestiegen, weil viele Zykliker in diesem IBEX sind, viele Finanzwerte, spanische Banken in diesem Index sind. Also es gibt Gewinner, die sind wirklich jetzt stark dabei, die vorher auch stark verprügelt wurden. Und wir sehen eine Entwicklung, die erstaunlich ist, Junk Bond Yields, also praktisch die Renditen für minderbonitäre Anleihen, die sind auf ein neues Allzeittief gefallen. Wir sind teilweise unter 4%, was diese Unternehmen jetzt bezahlen müssen. Dabei sieht man, dass diese Unternehmen hochgradig insolvenzgefährdet sind. Je schlechter die Bonität, umso höher das Insolvenzrisiko. Also da werden Risikoprämien verlangt. Die sind nicht gerade hoch für das Risiko, das hier der Fall ist. Heute haben wir viele Fed-Speaker sich geäußert, Rosengreen, Kaplan etc. Und Rosengreen hat gesagt, das ist ein großes Problem, die große Gefahr ist ein zweiter Lockdown jetzt auch in den USA. Das würde vielen Firmen dann den Garaus machen. Firmen, die etwa Junkbonds eben emittiert haben. Und da ist natürlich eine 3 vor dem Komma als Rendite durchaus ein fragwürdiger Risikoausgleich. Kommen wir zu dem Impfstoff, kommen wir zu diesem Wunder. Es heißt in englischen Medien, angelsächsischen Medien ist die ganze Zeit eigentlich nur die Rede von Pfizer, obwohl ja eigentlich der Entwickler, soweit ich das verstanden habe, BioNTech ist, die ja eine Kooperation mit Pfizer haben. Aber letztendlich die intellektuelle Leistung von BioNTech stammt, sei es drum. Das große Problem dieses Impfstoffs ist, er muss stark gekühlt werden. Ich hatte es heute Morgen im Videoausblick schon erwähnt. Minus 70 bis minus 80 Grad muss die Lagerung sein. Und jetzt ist das Problem, dass viele Krankenhäuser, ungefähr 99,9999% dieser Krankenhäuser derzeit nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Substanzen so tief runterzukühlen. Selbst irgendwelche Zentren, die wirklich in ihrem Bereich weltweit führend sind, haben diese Möglichkeit nicht. Das ist nach meiner Auffassung eine riesige Bremse für die Verbreitung dieses Impfstoffs. Man muss dann irgendwie Kühlsituationen schaffen. Das wird viel Geld kosten. Auch das wird dauern, weil ja jetzt die Rede ist schon von, ja, im Dezember werden die ersten Leute geimpft. So hat es etwa Dr. Fauci heute gesagt. Ich glaube, das ist sehr, sehr optimistisch. Wir dürfen ein anderes nicht vergessen. Wir haben in der Menschheitsgeschichte es noch nie bisher geschafft, gegen ein Coronavirus irgendeinen Impfstoff zu entwickeln. Gibt es ja auch im Tierreich das Coronavirus. Wir hatten mit dem SARS-Virus hier in Asien schon 20 Jahre lang zu tun. Es ist also nie gelungen, auch nur ansatzweise einen Impfstoff zu entwickeln. Jetzt soll der Durchbruch praktisch und plötzlich gelungen sein. Klar, es ist wahnsinnig viel intellektuelle Power reingeflossen, es ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen, gar keine Frage, aber der Sprung ist doch ein hoher, das darf man nicht unterschätzen. Und die Märkte sind vielleicht ein bisschen sehr euphorisch über die Baldigkeit des kommenden Impfstoffs von Pfizer und BioNTech. Der geplante Impfstoff von Moderna zum Beispiel müsste viel weniger runtergekühlt werden, etwa so minus 10 Grad, minus 20 Grad, das kann man noch schaffen, aber eben minus 70, minus 80 Grad, das erfordert schon Spezialgerät. Sei es drum, kommen wir zu der Politik, kommen wir zu Seth Donald, der heute wieder ein paar Messages losgeworden ist. Wir werden gewinnen, wir machen großen Fortschritte in Sachen Anfechtung der Wahl. Er sagt dann auch hier mit dem Vakzin, das sei doch eigentlich sein Verdienst, so zwischen den Zeilen. Er hat dafür gesorgt, dass dieser Impfstoff jetzt kommen kann. Er kommt halt ein bisschen zu spät und es ist jetzt eben die Frage, kann das Trump-Team erfolgreich sein mit der Anfechtung der Wahl? Die Trump-Fans sagen ja natürlich, diese Wahl ist komplett durchgefälscht, aber man muss ja versuchen, hier Beweise zu führen. Das ist bisher noch nicht gelungen. Die Trump-Administration hat etwa in Georgia dann 180 Wahlstimmen angefochten und gesagt, da ging es nicht mit rechten Dingen zu, aber 180 ist ein bisschen wenig, wie hier Rick Tyler schreibt, ist es eben so, dass wir ja doch zwar leichte Rückstände haben, aber es sind dann doch viele Stimmen letztendlich in den einzelnen Bundesstaaten. Es wäre das 640-fache an dem, was man hier anfechten müsste, was seit dem Jahr 1982 in diesen Bundesstaaten jemals an Stimmen angefochten wurde. Und es ist ja so, das Wahlsystem in Amerika ähnelt ja doch einem Dritte-Welt-Staat.
wie das organisiert ist. A, dass die Ergebnisse so lange brauchen. Die Trump-Fans sagen, ja, der Donald hat da Wasserzeichen reingemacht, der kann das genau nachvollziehen. Das sind so die Mythen, die da teilweise praktisch die Runde machen. Ist fast schon lustig, muss man sagen, weil schlichtweg, wenn man sich anschaut, wie das da wirklich läuft, wie schlecht das organisiert ist, wie rückständig letztendlich die Supermacht hier ihre Wahlen organisiert, dann ist von Wasserzeichen nicht viel die Rede. Zumindest nicht in der Realität. So oder so, Biden ist jetzt der Kandidat, trotzdem er, naja, nicht wirklich ein starker Kandidat ist, ein überzeugender Kandidat ist. Aber es hat eben gereicht, nicht Trump zu sein. Das war wahrscheinlich die Hauptqualität. Er hat 50,8% des Popular Vote hat er bekommen. Das ist mehr als Ronald Reagan im Jahr 1980. Der hat nur 50,7% der abgegebenen Stimmen bekommen. Also das ist der höchste Stand jetzt, der höchste Anteil an Stimmen seit dem Jahr 1932. Biden mit über 74 Millionen oder vielleicht sogar 75 Millionen Stimmen sowieso die meisten Stimmen, quantitativ die meisten Stimmen schlichtweg, weil die amerikanische Bevölkerung ja stark gewachsen ist. Und wir hatten heute, wenn wir jetzt wieder zurückkommen von der Politik in die Konjunktur, in die Wirtschaft, in die Corona-Realität. Jetzt träumen wir ja von einer Post-Corona-Realität, aber noch haben wir die Corona-Realität und wir haben heute den ZDW-Index gesehen aus Deutschland. Zweitwichtigster Index, vielleicht könnte man sagen, oder drittwichtigster IFO, dann die Einkaufsmanager-Indizes und dann der ZDW. Jedenfalls ist der schlechter ausgefallen als erwartet. Und wir sehen, der ZDW zeigte nach unten und der DAX hat sich relativ genau an diesem ZDW eigentlich orientiert in letzter Zeit. Ist das ein Vorläufer, dass es beim DAX jetzt auch nicht mehr weitergeht? Fragezeichen. Und wir haben auch jetzt in den USA natürlich durch diese Rallye gestern eine ziemlich deutliche Abweichung, eine 3-Standard-Abweichung vom 4-Jahres-Durchschnitt. Da sind die Dinge natürlich ein bisschen überspannt, kann man sagen, sodass eben diese Rallye nicht ewig weitergehen kann. Normalerweise erfolgen dann auf solchen Niveaus Rücksetzer und wir sehen, dass wir nach wie vor in Sachen Mobilität in Corona-Zeiten eben hier Deutschland zum Beispiel sehen, da sind wir jetzt wieder auf Niveaus etwa die Hälfte der Mobilitätsprofile, die wir unter normalen Umständen haben hier, also praktisch wöchentliche Passantenzahlen in deutschen Innenstädten, die Hälfte ungefähr treibt sich da rum und wenn wir das Ganze mal in den USA anschauen, dann sehen wir auch, dass es in den USA nicht ganz unähnlich ist, etwas mehr, aber teilweise 60-80%, je nach Region in den USA, Mobilität, das von dem vorherigen Stand von 100%, da sieht man, da ist noch viel im Argen, da ist noch lange nicht irgendwas vorbei und solange der Impfstoff nicht kommt, und ich denke nicht, dass wir wirklich im Dezember schon nennenswert von einem Impfspruch sprechen können, der zugelassen ist, Nebenwirkungen sind noch lange nicht erforscht, normalerweise dauert das ja mindestens 5 Jahre, bis ein solches Medikament zugelassen wird, eben wegen den Nebenwirkungen, die man in einer kleinen Phase 3-Studie eben gar nicht ermessen kann, weil ich dazu mehr Zeit brauche, Langzeitwirkungen erstmal abwarten muss. Also das ist ein großes Risiko, einen solchen Impfstoff auf den Markt zu werfen und dann zu hoffen, wird schon alles gut gehen. Die Frage ist auch, wie viel Leute wollen sich diesem Experiment dann aussetzen, eben eines solchen faktisch unerprobten Impfstoffs, das werden wir sehen. Also, es ist ruhiger heute, es ist ein bisschen gedämpfter. Gestern war mehr Action, gestern war wirklich mehr zu erzählen. Ich habe versucht, das Wichtigste auf den Punkt zu bringen und wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.